Treibgut wartet auf Aufnahme, Sir. 6 Metall. Hm. Ja. Kann man sich mal geben. Ich finde, die Segel sehen schon schön aus. Ja, dagegen kann man jetzt im Moment nichts sagen. Ich weiß nicht, ob ich hier richtig fahre, aber es kann ich eigentlich schnell reisen. Schnellreise. Ja. Zack. Viren und Fahrt aufnehmen. Alle außer Großbergen. Wiederholen und aufgeilen. Hauptsegel rein. Segel setzen. Bewegung. So, einmal nach Nordamerika, bitte. Lippe voraus, Sir. Ist mir egal. Nordatlantik, New York. Gut, das ist irgendwie... irgendwie komisch. Ich weiß nicht. Also, scheinbar hat die PlayStation 3 starke Limitierungen in diesem Gebiet. Weshalb ich dauernd halt in unterschiedliche Gebiete muss. Macht zwar irgendwie Sinn. Mal nicht mal die Mauer hoch. Ah, mein Lieber. Dann laufen wir halt so. Shay. Du hast wirklich zu wenig Möglichkeiten. Du kannst noch nicht mal Mauern hochlaufen. Interagieren. So ist richtig. Eine Templerkarte. Ah. Zurück. Ich weiß, was das ist. Man kann sich wieder hier Sachen so auf Schatzsuche gehen und Sachen holen. Wie vorher. Wie auch in Assassin's Creed 3. 4. Black Flag. Aua. Ah, haben wir etwa... Naja. Hoch mit dir. Müsste mich eigentlich schon längst gesehen haben mit dem Schatz.
Ihr seid zum richtigen Zeitpunkt eingetroffen, mein Freund. Was ist dieses Flüstern eigentlich die ganze Zeit? Ist das hier etwa, na. Wie soll ich sagen, dass hier irgendwo in der Nähe noch Schleicher sind oder was? Scheint so. Ja, hoch mit dir. Und ab zum Colonel. Ah, Master Cormac. Was Le Chasseur euch gesagt hat, bestätigt sich. Die hiesigen Gesetzesbrecher ändern die Taktik. Was planen sie? Ihr Anführer benutzt Benjamin Franklin zur Herstellung neuer Waffen. Er wird sehr gut bewacht. Benjamin Franklin? Der Forscher? Ihr kennt ihn also? Gut. Er baut Geräte, mit denen Gas unters Volk gebracht werden kann. Giftgase, wie sich zeigte. Und das Volk? Ich dachte, sie wollten es gegen die Obrigkeit einsetzen. Aber das wäre auch schrecklich. Die Schläger, die wir festgenommen haben, erwähnten eine Frau. Sie scheint hinter den teuflischen Plänen zu stecken. Ich sehe mir das an. Hab Dank. Hope etwa? Hope. Hoffentlich nicht du. Ich würde sagen, es ist Hope. Naja, aber ich mache hier erstmal Pause. Und bin mal kurz auf Klo und gleich bin ich wieder da. Da sind wir wieder. Und eigentlich möchte ich die Engländer nicht ärgern. Kämpfen ja gegeneinander. Ah! Resistance is not in your best interest. Desist! Don't see the dumb toad again. Trying to give us the slip, maggot? So. Ich
bräuchte ein bisschen Munition von euch. So, und jetzt kann ich interagieren. Hm? Shay, wie schön, euch wiederzusehen. Eure Freundin sagte, ihr wärt fort. War ich. Sir, ich kam, um die Forschungsergebnisse zu holen. Oh, nun, das trifft sich gut, denn ich bin gerade fertig mit dem Prototypen. Bitteschön. Ich werde bald nach Philadelphia reisen und dann nach Europa. Ich bin eingeladen, in London eine Vorlesung zu halten. Oh, wärt ihr so freundlich, Mistress Hope darüber zu informieren? Natürlich. Oh Gott, Hope. Was treibst du bei dieser Bande, die die Stadt in ihr Verderben stürzt? Was hast du getan? Ist etwas mit ihnen, Master Cormac? Nein, nein. Ja, nur Erinnerungen. Wenn zu mir neue Rekruten mit finsteren Erinnerungen kommen, dann sage ich ihnen, das beste Mittel dagegen ist Schießpulver. Ihr habt recht, Colonel. Dieser Prototyp scheint sehr mächtig. Seid vorsichtig damit, Master Cormac. Unsere Spione sagen, das Gerät könne zugleich bestimmte Befestigungen einreißen und mehrere Feinde treffen. Es gibt noch eine subtilere Methode. Einige dieser Granaten enthalten ein starkes Sedativ. Schießt in eine Menge und alle schlafen sofort ein. Wir sollten die neue Waffe testen. Schießt auf die Tür. Okay. Zerstört die Tür mit diesen Granaten. Ja, Splittergranate. Sehr gut. Sehr gut. Ich glaube, ihr könnt diese neue Waffe gegen die Halunken richten, die sie benutzen wollen. In der Nähe ist eine verlassene Manufaktur, voll von gefährlichem Gift. Derzeit erzeugt es nur Schlaf. Aber diese Schurken destillieren es. Eine stärkere Mischung könnte große Teile New Yorks verseuchen oder töten. Dann ist das mein erstes Ziel. Seid vorsichtig, Master Cormac. Wir glauben, die Inhaltsstoffe sind höchst instabil. Umso besser. Instabil meint er damit explosiv? Ein paar Handgriffen kann ich vielleicht das ganze System ausschalten. Okay, oder man macht es einfach so. Boah, diese Schläfer, ne? Ich erstmal das da hinten.
Must I do everything here? Hey. I promise you that. Next storehouse. Lovely man. Young, right? Das ist gefährlich. Munition her. Das ist gefährlich. Er führt halt, du. Ich bin hier aus zerstören. Ich muss hier raus, oder ich bin so gut wie tot. Ja. Herrliche Zerstörung, Captain. Ich konnte den Qualm von der Morrigan aus sehen. Das nimmt diesen Schurken den Mut. New York ist vorerst sicher. Bei allem gebotenen Respekt, Colonel. Es bedarf mehr als ein paar Explosionen, um diese Art von Problem loszuwerden. Der Junge hat recht, Colonel Monroe. Shay, richtig? Ich gratuliere. Ihr habt New York von einigen Ratten befreit. Ich bin Jack Weeks und das William Johnson. Bei ihm weiß ich's nicht, aber ich bin hoch erfreut. Ganz meinerseits. Es ist schrecklich staubig hier. Ich wette, Shay erzählt uns von seinen Abenteuern bei einem Pint. Hey, die erste Runde geht auf den Colonel, hä? Stimmt etwas nicht, Master Cormac? Nur ein bisschen verwirrt. Ich muss Gas eingeatmet haben. Ein Ale wird euch gut tun. Kommt, hier sind nur Freunde. Man kümmert sich um euch. Solltest vielleicht etwas weniger grinsen. Das würde dir vielleicht helfen. Was ist denn jetzt los?